apocalypse. Neuer Dienst in der Feuerwache von Berlin. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Roblox. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist, hier bei einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Ihr wünscht euch das ja immer wieder, dass ich wieder auf die Berlin V3 gehen soll, um darauf ein paar Einsätze zu fahren. So, ich dachte mir so, gut, ich werde das jetzt auf jeden Fall machen, denn der Berliner V3-Server ist bisher wirklich der beste Server, den ich in Roblox gespielt habe. Vielleicht gibt es auch noch bessere, das ist aber meine Sicht. Ne? Also was ihr für Sichten habt, das weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht sagen oder nicht entscheiden, aber was mir so auffällt, also von den Funktionen, von der Stabilität und von den Sachen, die man hier machen kann, ist wirklich Berlin V3 ein richtig, richtig schöner, besonderer Einsatzserver. So. Was nehmen wir heute für Klamotten? Ich würde mal sagen, wir nehmen die roten, ne? Das hat man, glaube ich, noch gar nicht. Ich bin immer so der Fan hier von diesen beige-braunen Klamotten oder schwarz, ne? Ganz klassisch. Aber die roten sehen auch cool aus. Die haben was. So, und ich habe... ja, ich habe ja immer noch meine Kopfhörer auf. Das ist anscheinend gar kein Problem. Die kann ich immer noch aufhaben, wie ich möchte. Geht auch über den Helm. Das sieht schon stylisch aus irgendwie, ne? So ein Feuerwehreinsatzhelm mit Kopfhörer. Mega gut. Richtig schön, dass das funktioniert. So, ja, und was mir auch auffällt, also wir haben hier wirklich so viele Server, so viele Spieler auf diesem Server, das ist ja Wahnsinn, ne? Um diese Uhrzeit, das ist ja heftig, wie viele Spieler einfach hier drauf sind und spielen. Das ist mega, mega cool. So. Oh, ich glaube, der hat einen schlechten Tag, ne? So wie das gerade aussah, der ist hier richtig reingetaumelt. Oh, ich glaube, der hat gar keine Lust, ne? Oh mein Gott, der schickt den Bus nach Hause, Leute. Also mit so einer Einstellung hier anzutanzen, anzutreten, das ist echt nicht feierlich. So, egal wie es den anderen geht, was die anderen sagen, wir werden uns jetzt erstmal ein schönes Feuerwehrfahrzeug holen und dann werden wir mal so ein bisschen Einsätze fahren heute, ne? So, dann kicken wir mal. Wir nehmen, schätze ich mal, wollen wir mal den nehmen, den Gerätewagen? Hier ist ein ELW mit Anhänger, Wasserrettung. Naja, das finde ich jetzt nicht so schön. Boah! Ja, nice! Hallo! Na, wer bist denn du? Na, dich holen wir mal gleich sofort raus hier, ne? Das Elektrofahrzeug der Berliner Feuerwehr. Ich fasse es nicht. Das hat es wirklich hier ins Spiel geschafft. Es ist ja mega. Ist das geil, Leute. Gönnt euch bitte mal, also kommt bitte auf den Berlin V3-Server, wenn euch das alles interessiert hier. Also, besser werden kann es ja wohl gar nicht mehr hier, ne? Also, mega, mega geil ist das. So. Das Elektro-HLF, das gibt's ja nicht. Das Ding von Rosenbauer, was ich im LS19 so oft gespielt habe, weil das Ding einfach nur mega, mega fett ist. Jetzt machen wir hier noch das drittes HLF, oder was? Der stellt sich erstmal auf mich drauf. Warum auch immer. So, darf ich jetzt wegfahren oder wie ist das jetzt hier? So, was haben wir denn hier eigentlich für Funktionen? Das ist ja alles neu hier. Das müsste Heckwarner sein, ne? Ach, die Parkbremse war noch drin. Das ist so geil, Leute. Ich bin im siebten Himmel gerade. Ist das schön. Was macht die Polizei denn hier? Entschuldigung? Ich müsste hier mal durch. Danke. So, wir machen einfach mal eine Kontrollfahrt. Mal gucken, was die anderen Serverleute so machen hier. So veranstalten. So, Licht haben wir an, ne? Ja. Ist das der schöne Rosenbauer AT3? Das schöne Fahrzeug. Also, das E-Fahrzeug hier, ne? Das ist ja schon richtig fett groß, ne? Im Gegensatz zum AT, das ist ja richtig krass. Das ist der große Bruder, den ich fahre hier sozusagen.
ist ja schon heftig, ne? Was das für eine Größe hat hier. So. Entschuldigung, ich muss da mal kurz durch. Ich wollte eigentlich bloß gucken, was der hier anstellt, weil der... Oh, Achtung, Polizei. Aber der steht da einfach so neben der Straße hier. So, wir können mal gucken, wo die Polizei hinfährt. Vielleicht gibt es da irgendwelche Einsätze für die. Also wie gesagt, ich mache heute einfach mal so ein bisschen Kontrollfahrten, damit wir erstmal gucken können, was hier so abgeht. Vielleicht passiert ja doch irgendwie das eine oder andere. Ich weiß ja nicht, was die da hinten machen, aber das sieht so aus, als würde die Polizei einen Schilderwagen verfolgen. So sieht das ungefähr aus gerade. So. Wir machen mal das Blaulicht an. Also das sieht so fancy aus. Ist das geil, Leute. Nee, also ich bin jetzt so happy. Ich habe das Auto noch gar nicht gesehen, Mann. Also, da muss ja wieder... Der geht erstmal zum Meckes. Da muss ja ein neues Update rausgekommen sein. Fantastisch. Also, Hut ab. Ehrlich. Mega geil. Da verliebt man sich immer wieder neu. auf diesen Server. In diesen Server. Ist das schön. Richtig, richtig schön. So. Wir fahren mal wieder zur Feuerwehr, würde ich sagen. Ich guck mal, welche Leute da schon aktiv sind. Wer alles jetzt mit dazugekommen ist. Also ich glaube, die meisten sind wirklich bei der Polizei, bei der Straßenmeisterei. Könnt ihr mal gucken. So, das Hörnchen kann man auch mal anmachen. Wartet mal. Hier vorne war das. Ah, okay, also hier oben kannst du nichts mehr klicken. Das ist alles bloß Deko. Manche Sachen kannst du unten ansteuern. Das war's dann eigentlich. Dann natürlich das Licht, ne? Das hast du ja überall hier irgendwie. Das Auto muss leuchten. Das Auto muss leuchten. Also das, ans Licht oder am Licht hapert's gar nicht, ne? Also das ist wirklich eine Umfeldbeleuchtung vom Feinsten. Ist das schön, Mensch. Das IH-Lev. Sehr, sehr schön. So, kann man eigentlich auch schon mittlerweile die Gerätefächer aufmachen? Geht das? Nee, ne? Das musst du ja hier eigentlich aufmachen. Das sind die beiden Knöpfe, da musst du hoch oder runter machen, das geht nicht. Okay, das ist total irrelevant eigentlich. Ich freue mich einfach dafür, dass das hier drin ist. So. Und ich hoffe einfach mal, dass wir einen Einsatz reinkriegen. Das wäre schon richtig schön. Aber bisher, wartet mal, geht es doch? Ah, es geht ja doch. Achso, dann habe ich das falsch irgendwie... falsch anvisiert oder wie auch immer. Also wir kriegen doch die Gerätefächer auf und zu. So. So, okay. Wir können mal gucken, was die anderen Kameraden machen hier. Also der rüstet sich gerade aus. Mein Gott, was hast du denn da am Kopf? Ach, das sind deine Haare. Was machst du mit deinen Haaren, Kollege? Ja, die quillen da schon richtig aus dem Helm raus. Ich würde mal einen Friseur empfehlen. Hallo? Da war er schon weg. Oh! Was machst du denn da unten? Das sieht nicht gut aus, Kollege. Das sieht nicht gut aus. Gut, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, was der jetzt da macht. Ich glaube, der macht gar nichts. Wir können mal kurz mal hier aufklappen. Zack. So, der Bankautomat bei der Feuerwache wurde ausgeraubt. Echt? Der wurde ausgeraubt? Oh, das habe ich eigentlich mitbekommen. Ja, dann gab es aber schon wieder so einen Langfinger, ne, der hier irgendwie gerade in der Nähe war und sich so dachte, oh, der Bankautomat bei der Feuerwehr, den können wir locker fluffig ausrauben. Das werden wir gleich mal machen. Ich glaube, der hat da ordentlich Geld mitgemacht. So, und Feuerwehr... Chat ist nichts los. So, einsatzbereit sind wir doch, oder? Ja, doch. So. Also einsatzbereit bin ich auf jeden Fall.
So, auch von innen sieht das Auto richtig, richtig schön aus. Hier funktioniert einfach alles so, wie man sich das vorstellt. Also die Textur ist mega, das Lenkrad bewegt sich. Ja, das sieht halt wirklich so aus wie im LS19, ne? Kann man nicht anders sagen. Das sieht einfach nur richtig schön aus. Fahrzeughandel. So, ich bin jetzt schon einsatzbereit über Funk, ne? Bekomme aber nichts rein irgendwie. Ey, das hört sich so an, als hätte der sein Auto jetzt bekommen und fährt das gerade in die Feuerwache. Da müssen wir gleich mal gucken. So, das Fenster zuklappen kann man glaube ich gar nicht, ne? Das bleibt einfach so offen. Ich glaube, da kannst du nichts weiter machen. Huch. Na, was ist denn jetzt hier los? Jetzt hängen wir im Baum oder was? Also, ich fasse es nicht. Ich fahre da schon ganz normal. Ach, guck mal. Kiek dir das an hier. Das ist doch locker hier, dieser Langfinger. Ich kann das auch machen. Das sieht keiner. Ich bin ja bei der Feuerwehr. Ich dürfte nichts passieren. Ich brauche aber Geld. Ich brauche Geld. Komm. Jawohl. Wie viel habe ich denn bekommen jetzt? Gar nichts. Ich habe jetzt kein Geld bekommen. Das darf nicht wahr sein. Ich wollte eine Gehaltserhöhung. Verdammt. Es hat nicht geklappt. So, wir gucken mal, was die Kollegen jetzt so machen. Vielleicht machen die einen Dienstabend oder so. Fahren wir ganz flott hinterher. Oder kann es sein, dass die Hunger haben? Das kann auch sein, dass sie irgendwie Essen brauchen oder für irgendwas. Weil man kann auch hier im Spiel verhungern, ne? Und man muss schon darauf achten, dass man hier was isst und trinkt. Dass die Gesundheit oben bleibt. So, wir können hier mal gucken, wo es hier denn so lang geht. Also jetzt fahren wir erstmal über das Ländchen. Hier ist die Autobahn. Jetzt sind wir einmal komplett auf der anderen Seite. So, mit Bremsen hat das Auto noch ein bisschen zu kämpfen, finde ich. Also das dauert schon relativ lange, bis wir hier runtergebremst haben. So, jetzt sind wir erstmal am Nachbarort gelandet. So, Fahrzeughandel, der Kreisverkehr, der McDoof. Alles ist hier, da ist der Rettungsdienst. Ah, okay, hier sind die anderen Leute also. Die anderen Leute auf dem Server. Ach, das ist ja bei der Polizei. Okay. Gibt es hier anscheinend einen Einsatz? Wir können ja kurz mal gucken. Sieht so aus wie so ein medizinischer Einsatz. So, Heckwarner an. Parkbremse rein. Gehen wir ganz kurz gucken. So, sind die... Wartet mal, darf ich durch? Ich darf durch, okay. Moin, Kollegen, moin. Ach, darf ich... Arrest? Nee, also ich will nicht ins Gefängnis. Nee, nicht so. Was ist denn hier los? Es muss irgendwo oben sein oder so. Bestimmt da, wo ich nicht hinkomme. Also gibt es hier wirklich einen medizinischen Notfall? So, aber keinen sieht man hier. Das ist auch relativ merkwürdig. So. Okay, also ich bleib erstmal vor Ort, würde ich sagen. Also falls sie irgendwie jemand Tragehilfe brauchen oder so, ich bin da. Dann würde ich erstmal sagen an dieser Stelle, sehen wir uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Hier auf dem Berlin V3 Server in Roblox. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne das wissen. Drückt die Daumen nach oben, abonniert mich gerne auf YouTube. Lasst mir gerne ein Follow da bei Twitch. Und hier kommt schon die Polizei. Siehst du, sie muss irgendwas passiert sein.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.